herzlich willkommen in den Studios 301 in Köln zum ersten Praxisteil des Vocal Recording Tutorials. Viel Spaß dabei. Wir kommen nun zum spannenden Teil, zum Mikrofonvergleich der 6 Mikrofone, die wir uns ausgesucht haben, also 6 historische, 6 edle Mikrofone. Da bin ich mal gespannt drauf, was das da für einzelne feine Unterschiede gibt. Wir fangen an mit dem Sony C37A, wurde erstmals vorgestellt 1958, ist ein Kondensator-Röhrenmikrofon, auch hier mit speziellem Stecker. Die Röhre, die heißt 6AU6, hat eine Power Supply, dieses Mikrofon, CP2, Schalter am Mikrofon, U und N, N für Non-Directional, also Kugel, und U für Unidirectional, also eine spezielle Form einer gerichteten Übertragungsfunktion. Müsste man im Internet recherchieren, ist also keine richtige Niere, sondern so eine spezielle Kurve, muss man sich anschauen. Frequenzspektrum 30 bis 16 kHz, Impedanz auch 50, 250 Ohm umschaltbar, auch für spezielle Preamps, also gibt dann also einen optimalen Anpassungssound. High-Low-Cut-Schalter gibt es dementsprechend noch am Netzteil. V, M1 und M2. M2 bedeutet Flat, M1 ungefähr 200 Hertz und V ca. 400 Hertz Low Cut. Das war übrigens das Lieblingsmikrofon von Frank Sinatra. Und den habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört. Also so klingt dieses Mikrofon, werden wir gleich dann nochmal hören. Firma Neumann M49, Doppelmembran-Kondensator-Mikrofon, sehr robuste, schwere Ausführung, gibt es seit 1949. Doppelmembran-Kondensator-Mikrofon, Mikrofonvorverstärker, innen drin bestückt mit der sehr rauscharmen Telefunkentriode AC701K, arbeitet mit Ausgangsübertrager, auch wieder sehr guter Sound. Richtcharakteristiken, Kugelniere 8, stufenlos am Netzteil umschaltbar. Dann gibt es hierzu noch ein Netzgerät, das heißt NN48B, auch mit Röhre, da ist die N52T drin eingebaut. Übertragungsbereich 40 bis 16 kHz, Grenzschaltdruckpegel 125 dB und halt eben auch mit der Telefunkenröhre AC701K hier als spezielles Röhrenmikrofon. So, schön vorsichtig, dass da nichts runterfällt. Neumann U47 FET mit XLR-Stecker, also gibt es seit Mai 1983. Kondensatormikrofon gibt es auch in 3 Sonderausführungen als U47 FET oder als FET-I oder als FET-MT. Ist die Weiterentwicklung des legendären U47, schauen wir uns gleich noch an. Verbindet also die Akustik des U47 mit modernster Verstärkertechnik. Und die Mikrofonkapsel befindet sich hier auch in einem elastisch gelagerten Metallgasekorb. Ist ein Druckgradientenempfänger als Superniere, also sehr gut gegen akustische Rückkopplungen. Dynamikumfang ist hier bei dem Mikrofon 112 dB und wir haben einen Grenzschalldruckpegel von 137 dB. Wir haben hier noch einen eingebauten Pad, minus 10 dB kann man den einschalten, und einen Low-Cut bei 200 Hertz, auch einschaltbar. Das Mikrofon benötigt 48 Volt Phantomspeisung, hat also kein eigenes Netzteil. Hier sind die 2 Schalter, kann man mit dem Kugelschreiber dementsprechend umschalten. Oder mit einer Büro-Klammer. Brauner VM1, Druckgradientenempfänger, Kondensator-Röhrenmikrofon mit der EF732, benötigt ebenfalls ein externes Netzteil und hat dort auch eine stufenlos regelbare Richtcharakteristik. Das heißt, hier im Mikrofon selbst gibt es keine Schalter, sondern nur am Netzteil. Übertragungsbereich 18 Hz bis 24 kHz, also sehr breite Übertragung. Grenzschalldruckpegel 142 dB SPL, Rauschabstand ca. 38 dB. Und gewann 1998 den SSAIR Award. Auch das Mikrofon wird benutzt von Lenny Kravitz und Peter Gabriel, kann man auch im Internet nachrecherchieren. Kommen wir nochmal zur Firma Sony. C800G ist mittlerweile wegen Kühlmittel verboten in der EU. Das heißt, hier ist ein Kühlkörper, innen drin gibt es eine Flüssigkeit, um das Mikrofon zu kühlen. Und dieses ist mittlerweile in der EU verboten, darf man also nicht mehr einführen. Ist ein Kondensator-Röhrenmikrofon, benötigt auch ein externes Netzteil, kann man umschalten, Kugel-Niere. Frequenzspektrum ist hier 20 bis 18 kHz, 113 dB Dynamikumfang, Signal-to-Noise-Ratio 76 dB bei der Niere und 73 dB bei der Kugel. Grenzschalldruckpegel ist 131 dB bei der Kugel bzw. 134 dB
bei der, nein, 134 dB bei der Kugel, 131 dB bei der Niere. Im Internet kann man lesen, dass über dieses Mikrofon schon Michael Jackson und Mariah Carey aufgenommen wurde. Also, dass die das Mikrofon mögen. Werden wir uns gleich auch dementsprechend dann auch mal anhören. Das letzte Mikrofon jetzt in der Runde, Klassiker U47. Druckgradientenempfänger, Doppelmembran-Kondensator-Mikrofon. Kann man umschalten, Niere-Kugel. Es gibt dann noch ein U48, das kann man umschalten zwischen Kugel und 8. Aber die U47 zwischen Kugel und Niere. Übertragung. 35 Hertz bis 15 kHz, Klirrfaktor kleiner als 0,8%, Röhre VF14M von Telefunken, hat ungefähr 100 dB Dynamik und als Soundmerkmal natürlich wieder einen Ausgangsübertrager. So, okay, genug der Theorie. Jetzt hören wir uns die Mikrofone in der Praxis an. Ich gehe jetzt mal rüber in den Aufnahmeraum. Hier sind wir jetzt im Aufnahmeraum bei Frank Reudenbach. Tag Frank. Hallo Uli. Frank, Profisänger, schon oft hier im Studio gewesen. Kannst du ein bisschen was über dich erzählen? Ja, also wie gesagt, mein Name ist Frank Reudenbach, ich komme aus Köln und singe seit ca. 25 Jahren professionell. Und wenn ich nicht gerade im Studio beim Uli bin oder in anderen Studios, dann bin ich auf der Bühne mit Howard Carpendale und mache Background Core oder mit Jennifer Rush oder Gloria Gaynor halt. Ja, und so ist mein Leben halt, ne? Auf der Bühne mit irgendwelchen Leuten und... Fernsehen hast du auch schon viel gesungen. Fernsehen habe ich auch schon viel gesungen und... Bin halt Chorsänger oder auch Solosänger mit verschiedenen Projekten. Viele Coverbands warst du schon unterwegs, Musikmesse überall. Also genau. Frank, du machst das schon seit 20, 25 Jahren ja. Und machst auch nichts anderes als singen die meiste Zeit. Genau. Okay, Frank, wir haben hier mal ultimative Mikrofontest. Sony C37, alles historische ältere Mikrofone, habe ich eben schon genau erklärt, wo sie herkommen. Es Neumann-Mikrofon hier. M49, dann eine U47 Fett von Neumann, brauner VM1, Sony C800 mit dem verbotenen Kühlmittel, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Genau. Und noch das alte Röhrmikrofon, das erste mit Röhrmikrofon mit verschiedenen Richtcharakteristiken umschaltbar, das U47. Und wir singen jetzt, Song hast du dir ausgesucht, den du singen wolltest? Ja, von Al Jarreau, Morning. Morning. Und erste Strophe wollten wir machen, dass wir dann vom Mikrofon zu Mikrofon wandern. Ich versehe jetzt auch jedes Mikrofon mit Popschutz. Genau. Stellen wir noch genau ein, dass wir einen optimalen Abstand haben. Okay. Und dann singen wir die Nummer ein, oder? Alles klar. Dann bin ich gespannt, wie das dann klingt. Ich auch.